Und damit ganz herzlich willkommen hier in Forza Horizon 5 zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe mit ganz vielen tollen Leuten am Start, nämlich nur 24 Stunden Racer, Beta-Effekt, Flowing Games, Falk, Mr. Exit, Pilo June, Angel of Heaven, Letney, Luca 04B und natürlich Panic Plunder. Schön, dass und ihr alle Maxi da seid. Das hallo. Hallo. Danke, Peter. Hallihallo. Hi. Guten Tag. Hallo. Ja, und wenn ihr diese Folge seht, dann ist unser Experiment womöglich geglückt, denn zum Zeitpunkt, wenn wir das hier aufnehmen, ist es noch zu dem Zeitpunkt, wo hoffentlich noch die Lobbys nicht funktionieren, oder was? Warum sage ich hoffentlich? Hoffentlich haben sie es bis zum Zeitpunkt, wo das Video kommt, gefixt, ja, dass alles funktioniert und wir normale Multiplayer-Action euch bieten können, aber wir befinden uns gerade noch zeitlich etwas vorher und wollen einfach mal das Experiment starten, um zu sehen, was denn passiert und ob wir euch hier überhaupt so Content bieten können. Dementsprechend würde ich auch sagen, lasst uns mal am Rad drehen und gucken, was rauskommt. Fällt mir gerade auf, dass ich nichts zum Schreiben da. Das ist mal praktisch bei mir. Oh. Schon zum Rausspringen, ja. Damit ich. Ja, schön 100.000 gekriegt und einen Spin am Mercedes AMG One vorbei. So, drei Spins hat man. Wir spielen jetzt im Moment nach FH4-Regeln. Also vielleicht gibt es bis zum Zeitpunkt ja schon ein FH5-Regelwerk. Ich weiß es nicht. Das ist interessant, was ich da gezogen habe. Waren drei. Cool. Ja, doch. Ja. Hey. Ja, doch. Und jetzt einmal an einem Agera RS vorbei. Den Joker gab's immer noch, ne? Den Joker gab's, ja. Du musst nur ansagen, wenn du Joker willst. Ja, das ist das erste Mal in meiner Geschichte. Ich werde den Joker. Okay. Von drei Spins, ne? Ja. Cool, aber das Auto ist, glaube ich, nicht so brillant. Oh ja, es hat sich jetzt schon geprintiert. Also zwei Spins waren es dann, oder? Sind die Spins einfach besser geworden als in FH4? Kann das sein? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, so viel Geld hatte ich noch nie in FH4 gezogen. Same. Das ist noch nie, ja. Ja. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst, muss ich sagen. Hey. Schwierig, schwierig. Oh Gott. So, ist noch jemand am Drehen? Ja, ich habe. Ich muss mit den Caymans das eh machen, also wegen mir können. Geht's auch schon weiter, ich habe halt weniger Zeit dran. Hätte ich gesagt, ja, läuten wir die 15 Minuten ein, die ihr jetzt zum Tune Zeit habt. Habe ich auch gleich, ich werde nicht gamblen, egal was kommt. Ich würde sagen, viel Spaß beim Auto verpfuschen oder auch nicht. Ja, ich bleib heute auch einfach mal hier im Channel und quatsch mit euch, sag ich mal. Und wenn wir jetzt alle einfach den Channel verlassen? Ja, dann bin ich auch alleine. Ja, meine hat eine satanische Zahl. 666 ist die Klasse. Also ich glaube, ich muss einfach alles reinbürdern. Ich kann nicht mal. Also ich durfte jetzt nicht mehr neu drehen. Also im Nachhinein noch sagen, ich will den Joker nutzen, oder? Nein, also du kannst sagen, du willst den Joker nutzen. Geht halt dann von meinem Tuning-Chat. Ja, es geht halt dann von meinem Tuning-Chat runter. Genau. Okay. Mal gucken. Ach komm schon, das ist doch... Das ist schon wieder so ein richtiger, schlechter Witz, ja? Mhm. Ich bekomme mal... ausnahmsweise Geld und erwische dann ein Auto,
Ja. Wo ich ganze 36.000 Credits investieren kann. Ich ja, darf immerhin 15.000 investieren. Und ich kann nichts mehr ab. Das ist ja, das ist ultra deprimierend. Motor- und Antriebswechsel ist erlaubt, ne? Ja, da gibt es keine Einschränkungen. Wir waren quasi die gab's eine 10%-Regel? War das nicht sogar 15? Wie war denn das noch mit der 10%-Regel? War das für hier was? Nee. Auktionshaus, oder? Nee, es war Auktionshaus, genau. Ja. Du, hier konntest du dein Budget, wenn du ein Auto kaufen musst, wenn du keins gezogen hast, dann konntest du dir frei einteilen, wie viel du für den Kauf und wie viel fürs Tuning verwenden wolltest. Ja. Sehr gut, dann mache ich das mal. Oh je. Oh Gott. Steht irgendwas schon fest, was wir fahren, oder? Nein, das wird ausgelost. Für den Spaß. Ja klar, macht ja irgendwie Sinn. Dunkle Autos in der Preisklasse. Das wäre ja auch zu schön gewesen, könnte ich das Auto einfach nehmen. Man kann ja hier gar nichts tunen bei dem Auto. Nehme ich ihn oder ihn? Oh, meine Fresse. Glaube ich den ihn. Das ein Pferd ist für nichts, sagt ihm gleich das Licht. Ich kann halt. Es ist eigentlich sinnlos. Egal was ich mache, ich werde nicht viel aus dem Auto rausholen können. Standardeinstellungen kann ich machen. Wann hat die Tuning-Zeit begonnen? Vor 4 Minuten. Also ihr habt noch 11 Minuten 30 Sekunden, was eigentlich reichlich ist. Sag ich jetzt, weil ich kann nichts tun. Haha. Ich bin eigentlich fertig jetzt. Ne? 10.000 für Reifen, das sehe ich nicht ein. Kann mein Tuning-Budget gar nicht aufbrauchen. Hab mir einen Tipp für Reifen. Ich habe noch einen Fahrzeuggutschein, kann ich dann mein Budget sozusagen drauf sparen? Ne. Plastikreifen, extra Plastikreifen. Glaub nicht, dann empfehle ich. Warum sind Reifen so teuer? Das hat genauso wie letztes Mal. Tatsächlich kann ich probieren, ob ich das Untersteuern rauskriege aus dem. Einstellen brauchen wir ja eh nichts, genau. Doch, einstellen macht ja schon Sinn vielleicht. Ja. Vielleicht habe ich es vergessen. Stelle ich das Ding jetzt für die Straße ein oder nicht? Ist immer die Frage. Oder für nicht so richtig. Ja. Kacke für beides. Einzige, was ich einstellen darf, Reifendruck. Ja, gut. Glückwunsch dafür. Wir dem jetzt gerade irgendwie ein bisschen Kurvenverhalten auf der Straße zu geben, falls euch wundert, was ich für komische Einstellungen treffe. Minimum. Wird nicht brillant sein, aber. Ich hoffe einfach, dass viel Offroad kommt. Oh Gott. Gut auf Offroad. Was ist so ein guter Reifendruck? Die Reifen an. Kommt auf die Reifen an. Standard. Wirklich die Plastikreifen. Kannst du, glaub, relativ weit runter. Okay. 1,4 oder so vielleicht. So weit, okay. Ich glaube, ja, passt ganz schön. Die ist eh schon kommen, stehen ja gleich wieder so die übelsten X-Klasse-Autos da. Schön wär's. Und ich kotz im Strahl wahrscheinlich. Schön wär's.
Wie viel Grip haben denn diese Reifen? Kann ich welche kriegen? Er lenkt mich ein. Sehr gut. Ja, meine wird auch echt gar nicht im Kurven. Das ist kritisch. Mal probieren, wie es so im Offroad geht. Gut, da kann es dann so eine Waffe. Gott, schmeiß den Anker. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, arg viel mehr brauche ich jetzt nicht einstellen. Ich würde sagen, zumindest in meiner Sicht sehen wir uns dann nach einem kurzen Cut wieder zur Autovorstellung. Bis gleich. Und da geht's auch schon ab in die Autovorstellung. Und hier mit dieser Schlange, hat uns der Luca vorhin erklärt, auf der wir hier eigentlich draufstehen, sehen wir hier schon wieder ganz viele Autos stehen. Und ich würde sagen, fangen wir mal ganz links an bei Exit. Ja, mein erster Sprint war ein 2018er Dodge ER Durango SRT. Und dann hat es noch für 2x 100.000 gereicht, was am Ende für einen kompletten Vollausbau gereicht hat, was irgendwie 126.000 waren. Außer die Forza Aero, die konnte ich mir einfach optisch nie antun. Also gerade der hintere Heckflügel ging optisch gar nicht. Ja. Ja, es ist schön, wenn du darauf verzichtest. Panic hat irgendwie gedacht, wir spielen Gold Digger Edition, oder? Ja, schon ein bisschen. Also, naja. Mein erstes Bin war, wie ihr sehen könnt, mit Mitsubishi Eclipse. Und ja, es war so bis auf die 100.000 so fast das Einzige, was ich gezogen habe. Grüne Hupe hat es dann nicht so ordentlich rausgerissen. Ja. Hat aber gereicht, um quasi alles ins Auto reinzustecken. Ja, Vollaufbau kann ja ganz okay sein. Komm, mach mal weiter, Falk. Ja, das Ganze waren 175.000 im ersten Spin, dann nochmal 100.000. Und gefolgt von schlappen 40.000 habe ich mir dann diesen Aston Martin gekauft. Hab da ein bisschen Leistung reingebaut, breitere Reifen hinten, den Spur, was dann doch nicht so viel gebracht hat, und ein schönes Design von JK. Boah. Okay, Lorenz, was hast du zu bieten? Genau, ich hatte, ich würde sagen, jetzt kein großes Glück, aber kein großes Pech, 135.000 Credits. Eben dann eine freie Autoauswahl, da ich einfach geschaut, worauf habe ich Bock. Das ist dann der M4 geworden für 92.000 und da hat die noch 43.000 fürs Tuning drin, da ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Grip, also Handling-Teile auch, und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Ist das bei dir drauf jetzt auch ein Gold oder ist das ein Gelb? Das ist das BMW-Gelb, die Herstellerfarbe. Ja, okay. Ja. Scheint hier in dem Licht oder mit meinen Kameraeinstellungen tatsächlich so ein bisschen schimmert zu machen. Ja gut, aber jetzt im Vergleich mit Panics am Auto, okay, es ist kein Gold. Definitiv nicht. Letney, was hast du da Schönes? Ja, ich habe als erstes eine Hupe für 100.000, dann das zweite Mal auch eine Hupe für 30.000 und dann die dritte war der 65er GTO. Fast alles reingekommen. Ja, hübsches und Auto. Tiefer, oder? Mit fettem Motor vorne dran. 7,7 V12. V12 ist es aber jetzt hier. Kein V12, der da rausguckt. Naja, gut, egal. Bei den alten geht der Forza-Flügel noch. Da sieht das richtig noch cool aus hinten, die Leber. Ja, das stimmt. Gut, machen wir weiter. Pido, was hast du im Angebot? Ich will es eigentlich mein gar nicht. Mein erstes Auto war der Regera. Dann habe ich noch ein Kleidungsstück gezogen, blaues, 30.000. Und ein Ford Ranger. Im Tunen konnte ich bei dem Regera nicht mehr viel. Fahrwerk
Leichtbau und das war's dann auch schon, ne? Differential. Ja, okay. Und hast du noch deine Wrestling-Klamotten angelassen? Angezogen. Die hätte ich auch noch anziehen können, ne? Die hast du doch an, oder? Also zumindest jetzt bei mir so aus, ja. Jemand wresteln wollen, okay. Ja, der Agera, der Rega hat so wenig Leistung, da kann man ja schon mal nur das Div einbauen. Ja, Luca ist im italienischen Stil unterwegs. Ja, ich hatte meinen ersten Spin, hatte ich Lot Elan und dann 85.000. Da hatte ich nicht ganz so Bock drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Da habe ich zum ersten Mal den Joe gezogen, habe dann den Ferrari hier gezogen und eine blaue Hupe, was mir 30.000 gegeben hat. Dann halt ein bisschen einstellbare Sachen und Leistung reingemacht. Okay, also eher ein Serie Plus Aufbau auf kleinem Budget. Welcher ist das jetzt? Der 488 oder der 458? Nein, das ist der 458 von 2009. Kennst du das nicht an der Optik? Nee. Nicht zu wenig Ferrari-Fan. Bei mir sind gerade alle despawned. Ja, da ist mir auch was. Hätte ich rausgehen, aus dem Pause-Menü warten. Dann Fotomodus. Ja, der Angel hat auch wie Exit schon einen Dodge gezogen, aber ein bisschen anders, wie das aussieht. Ja, ich muss sagen, der erste Spin war nicht ganz so gut. Das war ein Exoseat Offroad. Ja, ging also schon mal gut los. Dann ging es aber ein bisschen besser weiter mit 125.000. Und am Ende dann nochmal Glück gehabt, dass im letzten Moment noch umgesprungen ist auf diesen schönen Challenger SRT Hellcat. Also hatte ich dann 150.000 zum Tuning und ist auch ein ziemlicher Vollaufbau geworden. Bodykit ist jetzt nicht drauf. Ich muss sagen, es ist verwerflich, ich habe die Aero drauf. Ja. Bei den Reifen hast du dir auch gedacht, innerlich. Selbstmord. Yes, ja, auf Rot. Ich sehe es auch gerade. Ich habe mir gedacht, ja, Semi-Slicks zwar schön und gut, aber im Offroad-Bereich könnte das ein bisschen schwierig werden. Von daher ist es so ein bisschen Allrounder. Auch vom Allrad-Swap oder Hacker? Natürlich. Nichts. Okay. Also der volle Vollaufbau quasi. Das ist Wheelspin, da ist sowas erlaubt. Ja. Ich hol schon das Kreuz heraus. Selbst Andi tut sowas bei Wheelspin. Na dann. Ja, gerade eben seid ihr auch alle bei mir despawned, aber jetzt sehe ich euch in der Freifahrt zumindest wieder. Beta, was hast du im Angebot? Für 550.000 haben sich die Veranstalter von Horizon Mexico in Abu Dhabi diesen Lamborghini Aventador Super Veloce als Vollaufbau ausgeliehen, damit das hier alles mit rechten Dingen zugeht beim ersten Wheelspin. Die Polizei ist am Start. Ja, dann nehme ich mir mal noch die Freiheit, über mein Auto zu reden. Da zieht man einmal einen Wheelspin 400.000. Also ich glaube, so viel habe ich noch nie Wheelspin gezogen und zieht dann so eine Scheißkarre, wo ich konnte den Allrad reinbauen, ich konnte die Reifen ein bisschen breiter machen und Diff einbauen und ich glaube, das war's. Ja. Ach ja, und diesen Spoiler, der bei dem finde ich gar nicht mal so übel aussieht. Ist eigentlich ganz krass. Und du hast vier Auspuffrohre. Ja, Leistung hat er ein bisschen was, aber über 1000 PS, ob es was bringt, gucken wir mal gleich. Ich würde sagen, ich starte mal direkt hier das Beschleunigungsrennen und gucken wir mal, wer zumindest in der geraden Linie das schnellste Auto hat. Aber ich habe denselben LDI wie Panic. Ja, schauen wir mal. Ich wollte gerade sagen, beim LDI sind es eigentlich recht nah beisammen, außer zwei Ausreißer. Am Fall. Der Maxi zieht davon. Kilo. Ich glaube, uns fehlen jetzt kommt zwei angetretene Reifen uns beiden. Ja. Oh Gott. Okay. Naja, schnell war er schon mal. Zumindest in der geraden Linie, meiner. Naja. Aber sehr eng beieinander, ne? Also gerade die 16er-Zeiten. Stimmt, ja. Gut, dann würde ich mal sagen, gehe ich mal gleich über zum Auslosen und wir sehen uns dann in der ersten Veranstaltung wieder.
Und da geht's auch schon ab auf die allererste Strecke, nämlich die Chihuahua-Rundstrecke im Regen, in der Regensaison. Also es wird sehr, sehr nass hier. Und die Teams sind ganz schön fies. Ich glaube, Pilo und ich, der Pilo hat den Regera. Ich glaube, der war auf Heckantrieb. Oder? Auf dem Dragstrip hätte ich jetzt geschätzt. Ja. Der und ich bin dann quasi das zweitstärkste Auto. Ansonsten haben wir nur Autos auf S1. Das Gegner-Team hat so ein paar Autos auf S2, die wahrscheinlich ziemlich stark sein werden. Aber ich bin mal gespannt. Und einen aggressiven Kopf haben wir, ja? Ja, es lenken sicher die Leute rum, das ist... Ich meine, die zwei Schwächsten sind viel aufgeteilt, von aber nicht ganz hinten. Nur ganz rum, so ein bisschen eigentlich, ja. Gerade, oder so ähnlich. Oh, hi, Letty. Nein. Exit war der noch drin, ja, oder? Nein. Oh Gott. Irgendwie waren die Spiegel größer bei Forza Horizon 4. Und das Team gibt mal Gas. Ich finde das passt so. Ich stehe hier ganz gut im Weg von Panic und halte bei mir mit meinem Auto, das hier ist das langsamste aus dem blauen Team ist. Komm einfach nicht vorbei. Aber ich rutsche auch rum mit Slicks, das ist vielleicht semi-optimal. Ich habe mir überlegt, ob ich ihm Slicks drauf brauche. Ich hab Gelände. Da habe ich mir gedacht, das gleiche Geld bekäme ich auch normales Slicks. Da habe ich mir gedacht, normales Slicks sind nicht so schwer. Und dann habe ich gesagt, lasse ich die Originalreifen drauf. Vielleicht gar keine so schlechte Entscheidung. Ah. Ihr dürft gerne vorbei, gell? Kein Problem. Sagt doch einfach was, wenn ihr vorbei wollt. Muss aber auch hier die engste Rundstrecke sein, ne? Letty, kannst du ja mal Maxi rausholen. Ja, gleich. Dann komme ich auch nicht mal an den vorbei. Und hat das getan. Warum im Regen? Ja, der Zufallsgenerator hat entschieden. Da kann ich auch nichts dran drehen. Aber tatsächlich, vielleicht auch interessant für euch den Zuschauer, wir haben gerade eben schon probiert, was anderes zu starten. Es wird nämlich hier leider jetzt keine Spielplatzpartien geben, aber da gab es schon so viel oder so ein Problem, dass wir das jetzt nicht starten konnten. Exit vorbei. Ja, ich glaube, für Allrad hätte hier vielleicht jeder das Geld gehabt, den auszubauen. Ja, aber schon, wenn aber gemacht hätte. Beim Regera gab es keinen Allrad. Das ist natürlich so optimal. Puh. Eine kleine Rutschpartie. Ich hätte auf Heckantrieb umbauen können. Denn mit extra fair langweilig irgendwie. So. Muss nicht sein. Team Blau, let's go, ja. Ich habe zwar nicht so viel beitragen können, ne? Maxi, guck mal mich an. Ja, trotzdem sehr, sehr gut, Team Blau. Weiter so, ja. ja, würde ich sagen, mach mal gar nicht lang, sondern springen weiter ins nächste Rennen. Ich kann euch ja schon mal hier gucken. Soll ich schon mal draufdrücken, was rauskommt? Und zwar werden wir jetzt ein Rallye-Sprintrennen fahren. Bis gleich. So, und die Teams wurden komplett gesprengt. Team Blau, ihr dürft nichts mehr holen. Team Rot muss jetzt absolvieren, ja. Da bin ich jetzt nämlich drin auf einmal. Und ich glaube, ein paar andere Änderungen gab es auch noch. Also ich glaube, unterm Strich ist nichts mehr so wirklich, wie es vorher war oder so. Aber wir fahren auf jeden Fall ein Dirt-Sprint-Rennen, haben wir ja schon angekündigt. Das sah ungesund aus, was da eben passiert ist. Ich äußere mich mal lieber nicht dazu. Aber ich habe irgendwie so kleine Bugs. Also durch die ich dann nicht die Aua! Oh nein, sorry. Aber Beta und Pilot müssen sich auch gegenseitig umzubringen. Weil tatsächlich. Und jetzt Roadblock. Kannst du mich jetzt anschieben? Noch. Achso, ich kann auch Gang höher schalten. Let me auch jetzt. Ist hier ein Dirt? Hab ich. Also, Falk, falls ich dich abschieße, tut es mir leid. Hab so kleine Lecks. Ich
Ich muss da mal durch, ich muss da Räder mal kurz probieren. Ah. Die Straßen funktionieren da ganz gut, ne? Da geht er wie Sau. Aber auf den geteerten Straßen leider nicht so richtig. Auch wenn ich an sich mit dem M4 zufrieden bin, mit dem Heckantrieb hier. Nee, muss nicht sein. Lass mal. Dann kommt auf der Straße keine Kurve rum, ne? Ah, ich hab ein Standbild. Hilo, jetzt gibt Gas. Ich hab nur einen Dreck im Reifen. Du kurfst da im Kreis rum. Geil. Ah ja, Excel. Okay. Luca! Ja, das war's. Ja. Mein Spiel macht Abschnitt, nicht mit. Der hat Abschnitt. Ein Pedal fliegt raus, ja. Schade. Nee, also ich bin noch drin, aber... Ja. Gut, mittlerweile stimmt. Letzter, weil ich weiß gar nicht. Vielleicht hat Falk gesehen, was passiert ist. Ich hab's nicht gesehen. Du hast dich einmal im Stopp im Kreis gedreht nach Kurve. Ah ja. Also ich hatte so ein schönes Standbild. Das sah aber wunderschön aus. Ich glaub's dir, ja. Oh Gott. Ey, die schubsen. Der Ferrari ist aber auf Allrad umgebaut, oder? Ja. Ich schaff's auch jede Bande hier mitzunehmen, ey. Ja, das hätte ich jetzt auch gerne. Ja, du hast aber ein bisschen mehr Newtonmeter. Oh, ja, Beta nicht mehr geholt, leider. Mm. Auf dem Dirt geht das Teil ja gut ab. Mal gucken, ob es für Team Rot gereicht hat. Ja, das ist sehr gut, Team Rot. Nein! Ich hat's. Kann auch noch ein wenig abgeben. Ne? So ist nicht. Ich glaube, das ist einfach sehr gut, ja, wenn mein Team einfach immer gewinnt. Und damit steht es dann zumindest laut meiner Zählung 1-1 für beide Teams. Und ja, wie vorhin auch schon, werde ich mal noch kurz das nächste Rennen auslosen und gucken, wo es uns hintreibt. Denn das nächste Rennen wird ein Straßensprint. Bis gleich. Go, blaues Team! Go, blaues Team! Ja, die Teams sind mal wieder komplett durchgemischt, glaube ich. Ich bin jetzt wieder im blauen Team. Die anderen sind auch teilweise gewechselt, teilweise nicht. Und wir fahren tatsächlich im Sprintrennen bei trockenen Bedingungen. Man könnte sich jetzt denken, dass die Leute mit viel Leistung und Heckantrieb sich jetzt freuen. Aber das Rennen startet in der Stadt hier. Es ist doch ein bisschen arg eng vielleicht. Macht das einfach nicht so viel Spaß. Ad Angel? Ich geh da mal weg. Ja, ja, echt sorry, Luca. Ja. Ich dachte mir Stadt, nein, muss nicht sein. Das war der Checkpoint. Oh, wo sind meine Bremsen? Boah, da drängelt schon wieder so ein Lambo. Hab da nur kurz vorne angetippt. Oh Gott, ist die Kurve hier eng. Kriegst du eigentlich dieses Schiff hier so durch die Straßen durch? Ich bin echt erstaunt, wie gut das Tuning funktioniert. Du willst 1300 PS und 1300 Newtonmeter, die fettesten Reifen. Aber Semislicks. Oh Gott. Sorry, ich muss mal durch. Angel, wenn du dran bist, sag einfach, ich lass dich vorbei. Ja. Komplett. Die Blauen können doch gerne ein bisschen vorkommen. Also letztlich muss ich warnen, ich leck wieder. Solange du hinter mir bist, das ist egal. Ich bin glaube ich vor dir. Ich bin so dick, es kommt gerne vor. Oh ja, okay, warum sagt man überhaupt was, ja? Sehr gut, Exit, weiter so. Schöner Drift, Exit. Oh. Nein, Team Blau, wir verlieren jetzt. Let's go, Team Rot. Oh, die waren nicht berührt. Aber knapp. Ja, ohne den Drift hätte ich die blöde Kurve. Warum bist du das Allrad, wie du vorziehst, ey? Ey, da diese Kurven. Ja. Die sind zu eng für meine Kurve. Ich hab's auf die Strecke zu schmeißen. Sorry. Ja, die Strecke ist echt furchtbar. Nicht nur die Strecke. Warum sind hier so viele Kanten? Nein! Kurz vorm Ziel kommt Pino vorbeigeschossen.
Nein, oh. Team Blau, was passiert? Ein Wendekreis hier. Ja, wie gesagt, wir haben noch zeitweilig gewonnen. Ja. Regera schiebt er jetzt wollte ich gerade schon sagen, mein Team hat doch immer gewonnen bis jetzt. Ja. Könnte mich doch nicht enttäuschen hier. Der Sprint für den Regera war einfach zu heftig. Mein Team hat jetzt immer gewonnen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, damit ist es dann Punkt für Team. Jetzt muss ich überlegen, ich war in Rot. Ja, Team Rot hat gewonnen, so rum. Ja. Damit steht es 2-1 für Team Rot. Aber vielleicht bin ich ja in der nächsten Runde wieder drin. Ist alles halb so wild. Ja, wir sind gespannt und gucken mal, was das nächste Rennen wird. Bis gleich. Beide drei schwächsten Autos sind leiser. Ab geht's. Und nicht nur für euch war es eine Überraschung, dass es jetzt einen Rundkurs gibt. Den Mitspielern habe ich es auch noch nicht erzählt. Nach der Niederlage eben, ich bin zwar im blauen Team geblieben, aber ich habe mir dafür noch einen Regera und einen Lambo angeholt. Ist das hier funktioniert? Wahnsinn. Nee, Ryzen hat die Teams halt irgendwie wieder ein bisschen durchgemixt. Und mal gucken, ob wir es mit diesem Team schaffen. Aber im Moment sieht die Platzierung nicht so gut aus, oder? Ah! Hey. Ja. Denn wir fahren tatsächlich hier trockene Bedingungen, Rundkurs. Nee, das Auto lässt sich so kacke fahren. Ja, das ist Wheel Spin in einem Satz, oder? Oh, Excel. BMW, oh Gott. Ich hab zwar ganz kurz Colt gesehen, aber es war alles. Ja, ich war irgendwo rechts neben dir und ja, da meintest du, rechts ist doch eine schöne Richtung. Dann ist nicht mehr feierlich, wie du da rechts siehst, Maxi. Ja, aber den Kurven, ey, ich hab schon echt alles probiert, um dem Einlenkball zu geben. In dem Moment wurde mit einem Dodge Durango so ein 458er Ferrari anfängst, anfängst zu überholen. Ja, es ist nicht, weil du das Doppelte an Leistung hast. Und wahrscheinlich auch das Doppelte an Grip. Doppelte an Gewicht? Ja. Wahrscheinlich noch nicht mal. Nee, ich bin bei 1,9 Tonnen oder sowas jetzt gerade. So wenig? Bei 1,4, 1,5. Ja, ich hab abgenommen. Maximale Gewichtsreduktion. Aber auch bessere Reifen drauf. Rein Reifen. Liebes Lux. Plastik vor so Wind. Hab ich mir auch gedacht. Ja, ansonsten könntest du die Chaos wahrscheinlich überhaupt nicht halten. Ich höre einen BMW-Motor. Und dann V12 und Biturbo. Und deswegen ein paar Vögel in meinem Motorhaube, unter der Motorhaube befestigt, die so zwitschern. Gerade, let's go. Das ist echt insane. Tilo und Beto fahren ihr eigenes Rennen. Nein. Ich habe immer so einen Turbolader switchern gehört in meinem Kofferraum. Ich habe noch einen Checkpoint verpasst. Nein! War das jetzt noch vorbei? Du bist noch weiter gefahren oder da habe ich gedacht, dass du den noch nicht. Nein, nein, war's schon. Aber dann. Oh. Der Bordstein und der Gegenpendler hat mich gekillt am Schluss. Ja, aber ich würde sagen, Team Blau, sehr gut gemacht. Ausgleich. Der Ausgleich. Sehr gut gemacht mit den beiden Autos. Bitte, Forza, steck mich jetzt ins richtige Team. Das ist Finale. Du darfst nicht gewinnen. Wie du das Team wechselst. Ja, sind wir mal gespannt, was noch zum Abschluss Schönes auf uns zukommt. Bis gleich. Ja, ab geht's in die letzte Veranstaltung hier in der Nacht. Eigentlich sollte Nebel da sein, ist aber anscheinend nicht der Fall, bei mir zumindest nicht. Auf einer Querfeld-Einrundstrecke habe ich ja schon mal ganz gute Karten und in meinem Team, oder es gab nur eine kleine Teamänderung, ich glaube, wir haben Lorenz gegen Falk ausgetauscht. Das ist ganz einfach, Lorenz war voll nicht so schnell, deswegen haben wir da mal einen Tausch vorgenommen. Ich war langsamer. Alter, ich fahre durch den Checkpoint durch und erzählt wieder nicht. Wird verkauft hier.
Als zweiten Mal. Ja. Sorry, Angel. Den Blau hat den Regera und den Lambo gehalten. Das ist sehr wichtig. Und das ist damit das erste Mal, dass die Teams halbwegs... Doch, ich kann es nicht kontrollieren. Wieder. Ja, bei mir ist das Rennen zu Ende. Ich hatte einen Zurückspulbug. Oh, nö. Besonders Gilo. Schade, wenn Team Rot sonst eigentlich gar nicht so schlecht ist. Gilo, wo bist du denn hin? Ich rechne 400 Punkte drauf für dich ohne Zurückspulbug. Weil einen Regierer hättest du noch bekommen und dann wäre 1300 gegen 1315. Bald hätte ich auch noch locker bekommen. Oh, das kann man jetzt nicht sagen. Bike hätte ich locker bekommen. Ja, das meine ich ja. Vor Pilo hättest du, wer warst, wäre deutlich. Das ist halt mit Fehlern im Spiel schwierig zu sagen. Ja. Das ist ja auch eine Probeaufnahme. Und da dazu gehört halt auch der Zurückspulbug leider. Oh, Falk und Pilo schon wieder auf. Ist da in deinem... Was ist das, ein Garant oder... Meinst du nicht? Wenn er ja, hast du Allrad dran? Ja, schon. Eigentlich schon. Welche Reifen hast du dran? Weil so kann ich dranbleiben. Slicks. Ah, okay. das ist akzeptabel. Du musst bedenken, ich habe leider auch noch gewisse Bugs, die mir leider ein individuelles Spielerlebnis bieten. Individuelles Spielerlebnis? Deswegen ist es nicht ganz so einfach hier zu fahren. Ja, alles auch gut. Die letzten alles zwei gut. Rennen. Bin ich froh, wenn ich die Checkpoints erwisch. Nein, ist doch nicht deine Strecke. Meine Linie ist nicht die beste, Lorenz. Habe ich nicht jemand überrunden? Schade. Reicht nicht mehr. Was? Ihr seid schon durch? Okay. Hilo, hast du gleich die Linie genommen? Die letzte Kurve. Oh nein, das ist richtig, oder? Ja. Falk? Ja? Okay, du musst erstmal nur 180. Was? Tschüss, Falk. So viel zu dem Thema, ne? Ja, was denn? Ich fahr Heckantrieb und... Ja, ich steig bomb dich weg, wenn du mich holst. Ihr seid schon im Ziel? Ich dachte mir aber auch, ja. Das Auto, die Strecke lag mal im Auto, sag ich mal so. Komisch, dass du die ausgewählt hast. Ja, genau. Die Strecke liegt deinem Auto. Und dann fährt hier ein Regera mit unten im Lamborghini. Gibt's dafür zu vielleicht 350 Strafpunkte für euer Team? Dafür, dass Maxi es auch... Die Strecke so, dass ich hier. Ja, aber die fallen dann weg und dadurch ist gleich dann. Ja. Könnte mit Ach und Krach Angel hinter mir halten. Ach so zählen wir jetzt hier schon. ja, tatsächlich geht damit der Punkt an Team Blau und ich glaube, gibt es irgendjemand, der mal zwischenzeitlich nicht in Team Blau war? Sonst sagen wir einfach, dass wir alle gewonnen haben. War ich in Team Blau am Anfang? Ja, gerade eben warst du in Team Blau. Ja, achso, stimmt. Alle waren in Team Blau, alle haben mit dem Sieg beigetragen. Alle haben beigetragen, in irgendeiner Weise, ja. Das ist doch auch schön. Und wie würde eine ferne Fernsehsendung jetzt sagen, mit dieser herben Enttäuschung für Team Rot wollen wir das ganze Spektakel beenden. Wir, die Pixar Ghosts, bedanken uns vielmals fürs Einschalten. Danke auch an die Leute, die von außerhalb mit dabei waren. Und checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus, sollte alles in der Videobeschreibung sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier mit unserem ersten Versuch einer Multiplayer-Aufnahme in Forza Horizon 5. Und wir hören uns bestimmt bald wieder. Bis dann, macht's gut. Wir sind raus. Tschüss. Ciao. 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 Tschüss.